Herzlich willkommen bei The Nosy Rosie. Ich bin die Laura und das ist das heutige Thema. Coming out. Wie war das bei mir? Na, das ist mal nicht so schwuppdiwupp erzählt. Erstmal ist mir aufgefallen, gibt es da ein deutsches Wort für? Also mir ist so schnell nichts eingefallen. Mir ist nur das Verb eingefallen, sich outen. Aber das ist ja auch eigentlich nur eingedeutscht vom Englischen. Kennt ihr denn das Deutsche, also ein richtiges deutsches Wort für coming out? Oder sich outen, sowas in der Art? Auf jeden Fall würde es mich mal interessieren, ob ihr da irgendwie eine Ahnung von habt. Ihr könnt auch einfach eins erfinden. Erfindet doch einfach mal ein Wort für coming out oder ein Verb für sich outen. Und schreibt mir das dann bitte in die Kommentare runter. Und die besten werde ich dann nächstes Mal vorlesen. Also ich suche mir da so 10 raus, eine Hitliste von 10. Und die lese ich dann das nächste Mal vor. Würde mich ja mal interessieren, was ihr da für Wortkreationen bildet. Oder ob es da wirklich ein geläufiges deutsches Wort für gibt. Kann ja wohl nicht sein, nicht? Müssen doch da auch ein Wort für haben. Obwohl, ja, ich habe nichts gegen die Engländer und gegen die Amerikaner auch nicht. Also von mir aus kann es auch Englisch bleiben. Aber es wäre doch mal lustig, wenn da ein deutsches Wort wäre. Ja, im Englischen gibt es auch noch diese Floskel coming out of the closet. Das heißt eben aus dem Schrank rauskommen. Und ja, genau das ist es eigentlich. Das bringt ziemlich auf den Punkt. Man versteckt sich ja eigentlich im Schrank. Zumindest ein großer Teil der Persönlichkeit wird in den Schrank gesteckt. Und das ist eigentlich ziemlich schade, weil auch ein großer Teil der Persönlichkeit dann verloren geht. Und es ist irgendwie wie ein Versteckspielen und man muss manchmal auch ein bisschen aufpassen, was man sagt, wenn man nicht möchte, dass Leute mal irgendwie einem auf die Schliche kommen und sagen, ich glaube, du, die ist lesbisch oder ich glaube, die ist bi oder der ist schwul und so. Ja, aber ich glaube, wenn man so Gedanken hat, nur schon, dass irgendwie Leute darauf kommen könnten, dass man jetzt schwul oder lesbisch oder wie wäre und man sich darum Sorgen macht, dann ist das schon ein ziemlich großes Alarmzeichen, dass da vielleicht wirklich irgendwas in einem ist, das vielleicht ein bisschen vom Heterosexuellen abschweifen könnte. Und genauso war das bei mir auch. Also ich denke mal, mit 15 habe ich mich zum ersten Mal in ein Mädchen verliebt. Und das habe ich aber noch nicht so gesehen, dass es jetzt ein Verlieben ist, sondern ich habe einfach gedacht, ich mochte die einfach verdammt gerne. Schön, wenn wir uns umarmen und so. Aber ich habe es jetzt nicht so angesehen, ich möchte jetzt mit der zusammen sein oder so. Ich war verdammt eifersüchtig, wenn die mal Freunde hatte. Und habe mich sowieso im Allgemeinen gefragt, mein Gott, wie kann man nur für so einen Volltrottel schwärmen? Das ist so ein Arschloch, der serviert die sowas von ab und die lässt das alles mit sich machen. Aber gut, Liebe macht blind. Mich hat sie bei Männern meistens eben nicht blind gemacht, deswegen hatte ich da immer einen ziemlich klaren Durchblick. Oft. Aber trotzdem, ich wollte auch einen Freund. Freund, es war nicht die Liebe auf den ersten Blick, es war auch nicht der Traumprinz und der Märchenprinz und so. Das war, ich habe gedacht, der ist ganz okay, gut, verstehe mich mit dem gut, der möchte mich, dann ist okay, gut, ich möchte das mal ausprobieren. Es war mehr ein Ausprobieren. Und das Ausprobieren war auch ganz okay, so, aber ich war begeisterter von anderen Mädchen. Das war einfach so gewesen. Ja, auch wenn ich es mir noch so gewünscht hätte, dass es irgendwie anders wäre, weil, ich meine, es ist cool, gegen den Strom zu schwimmen, aber oft hat man dann eben doch nicht so den Mut, weil, ich meine, ich wollte mir mein Leben nicht schwer machen, ich wollte nicht unbedingt extra Komplikationen in meinem Leben haben und deswegen habe ich mir irgendwie dann wahrscheinlich auch im Unterbewusstsein gesagt, nein, das kann es nicht sein. Das wäre eine Katastrophe, wenn das so wäre. Und habe mir da selber ziemlich
eine Angst eingejagt, was da alles passieren könnte, wenn ich denn jetzt nun doch irgendwie lesbisch wäre. Ich hatte auch ein sehr negatives Bild von Lesben, also das waren für mich immer zwei Quadrate, also nicht zwei Quadrate, sondern wenn es jetzt zwei Lesben sind, ein Quadrat mit einem Holzfällerhemd und einem Bürstenschnitt. Denn das war für mich irgendwie so, naja, überhaupt nichts, wo ich mich unbedingt, da wollte ich mich nicht mit identifizieren. Bei mir im Umkreis gab es niemanden. Ich kannte auch keine Locations, wo sich da Homosexuelle getroffen haben oder so, gar nichts. Auch Freunde habe ich zumindest nicht gemerkt, dass da irgendwie was so wäre. Gut, die haben wahrscheinlich auch nichts bei mir gemerkt unbedingt. Und naja, ich hatte einfach niemanden, an dem ich mich irgendwie orientieren kann. Und naja, irgendwie habe ich das anscheinend doch gebraucht. Ja. Und ich habe das dann aber so weit verdrängt, wirklich, dass ich das irgendwie komplett irgendwie auch vergessen hatte. Der nächste Freund, den ich dann hatte, der war so ein ziemlicher Macho. Ich fand den aber eigentlich ziemlich toll. Weiß auch nicht warum, vielleicht weil der extrem männlich war. Und naja, gab mir das mehr Freiraum, mich auch ziemlich als Frau zu fühlen. Ich weiß auch nicht, das wäre einfach jetzt nur eine Variante oder so eine Theorie von mir. Jedenfalls ist es aber auch nicht gut gegangen, weil das war eigentlich ein ziemliches Arschloch. Da bin ich auch mal schön ein Arschloch auf den Leim gegangen. Ja, war auch sowieso eine spezielle Situation gewesen. Dann, ja, war nix. Und dann hatte ich lange keinen Freund mehr. Und dann kamen immer schon Freundinnen und haben gefragt, na Laura, wie sieht's denn aus in der Liebe? Geht's so nicht so, Also ich habe das immer gehasst, wenn das, oder wenn welche über ihre Freunde sich ausgetauscht haben und ich saß dann irgendwie so, das konnte ich überhaupt nicht haben. War also eigentlich immer noch auf der Suche auch nach jemandem Neues und ich hatte wirklich das irgendwie so verdrängt, dass ich das nicht mehr so an mich rankommen lassen habe. Auf jeden Fall habe ich dann Ausbildung gemacht als Grundschullehrerin, das hat mir aber nicht gepasst und in der Zeit ging es mir sowieso nicht gut, weil da hat meine liebe Depression angefangen, wo ich früher mal gesagt habe, ja Gott, Leute mit Depressionen, meine Güte, die sollen sich mal nicht anstellen, jeder hat mal einen schlechten Tag, sollen sich mal eine schöne Komödie angucken oder mal ein bisschen Humor in ihr Leben reinbringen, dann geht das wieder. Ja, da muss ich dann die grausame Erfahrung von 3 Jahren machen, dass das eben wirklich nicht so ist. Und ich habe eben eine ziemlich lange Auszeit gehabt. Man fühlt sich nicht gut, man fühlt sich nicht wohl, man möchte nicht unbedingt rausgehen und so. Ja, und dann habe ich da halt mal ein bisschen im Internet gesucht. Auf jeden Fall habe ich dann Katzias gefunden. Das ist die Jessica und das ist eine Amerikanerin aus Texas. So, ja, fand ich toll, fand super sie von der Person her und wie sie sich so halt gestylt hat und so, das fand ich alles toll. Und so habe ich dann irgendwie neuen Mut gefasst und dann nochmal irgendwie so, wie so ein Aufblühen von der Frauenliebe. Es war so wie so ein neuer Frühling für mich irgendwie auch, sodass ich das wieder, so ein Wiederentdecken, ja. Das Problem war nun, die war in Texas und ich war in der Schweiz, auf einem Dörfli, also in einem Dörfchen. Und da gab es aber niemanden und so. Und ich habe mich irgendwie auch nicht so weiter orientiert zu den nächsten Großstädten wie Basel, Zürich etc. Ich bin erstmal so ein bisschen mit dem Thema im Internet hängen geblieben. Und eines Abends war ich sowieso ein bisschen so traurig und dann habe ich meiner Mutter so ein bisschen was erzählt, was mich traurig gemacht hat und so. Und dann kam ich dann aber auch noch darauf, wo ich gesagt habe, dann Mama, ich glaube, ich bin lesbisch. Meine Mutter ist erstmal aus allen Wolken gefallen, hat aber sehr gemäßigt reagiert, hat mir nun gesagt, ah, was, wie kommst du denn darauf oder warum denkst du denn das? Und so, wieso denkst du denn das? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich empfinde nur starke Gefühle für Frauen eben halt.
Sie meinte dann einfach, ja, okay, sie würde sich das einfach offen lassen. Also, dass man jetzt einfach nicht sagt, so, Männer blende ich jetzt komplett aus, jetzt nur noch Frauen. Ja, und dann habe ich mal ein Erasmus-Jahr gemacht in Potsdam. Ich bin jetzt gerade wieder in Potsdam, also ich wohne ja jetzt hier. Ha. Schöne Stadt, ich liebe Potsdam, ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Also wenn man mal nach Berlin kommt, rüber nach Potsdam ist auch ein Muss. Ist wunderschön hier. Und da habe ich dann meine erste Freundin kennengelernt. Weil hier, also sogar in Potsdam, ist eine Kleinstadt eigentlich. Kleinstadt ist es jetzt auch nicht, aber einfach im Gegensatz zu Berlin ist es schon eine Kleinstadt. Gibt es Gay-Bars und das ist irgendwie nicht so ein Tabuthema hier und in Berlin ja auch überhaupt nicht. Also zumindest gibt es da auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wo man Gleichgesinnte treffen kann und so. Da habe ich halt meine erste Freundin kennengelernt und ich habe das auch sofort gemerkt, dass ich einfach im Umgang, erstens mal kann ich mich Frauen viel schneller nähern. Also irgendwie habe ich da mehr, ich fühle mich dabei wohl und deswegen kann ich das wahrscheinlich auch besser. Ja, und ja, auch eben das ganze Sexuelle war, eben, es kam mir viel natürlicher vor für mich. Ja, es hat einfach gestimmt und ich muss auch noch sagen, mit meinem Outing, okay, also meine Mutter war die Erste, die es erfahren hat, dann ging das dann weiter, Vater, der hat, also ich habe das nicht meinem Vater gesagt, nie richtig, aber der hat das dann halt gemerkt. Oder meine Mutter hat es ihm auch gesagt und so. Er hat sich dann nie groß zu geäußert, der hat es einfach so ganz normal angenommen. Ich meine, ich habe ihm auch nicht groß erzählt, Papa, ich habe jetzt einen Freund. Da hat er auch nicht gesagt, so, aha, okay, interessant. Sondern er hat das auch einfach eher so hingenommen. Wie Väter halt oft so sind. Ja, und meine Freunden, die waren in der ganzen Welt zerstreut oder verstreut. Und denen habe ich eine E-Mail geschrieben. Also eine war gerade im Austausch in Kanada, eine lebt jetzt immer noch in Mexiko und eine war in der Schweiz und ich war in Deutschland zu der Zeit. Also das sind meine besten Freundinnen und denen habe ich dann eine E-Mail geschrieben, ja, passt mal auf, ich muss euch mal was sagen und bla bla bla. Und wo ich denen das dann gesagt habe, also den Leuten, die mir wirklich wichtig sind, ja, es ging mir wirklich viel besser, es ist eine richtige Last abgefallen. Ich habe erst Angst gehabt, dass ich mich vielleicht danach schlecht fühle, aber ich habe mich wirklich viel, viel besser danach gefühlt. Und ich glaube, jeder Einzelne von euch, wenn ihr wisst oder wenn ihr das Gefühl habt, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt oder ich fühle mich jetzt wohl oder ich bin jetzt genug davon überzeugt, dass ich wirklich in die Richtung tendiere, dann tut euch einen Gefallen und kommt raus aus dem Schrank. Aber kommt erst raus, wenn ihr euch ganz, ganz sicher seid. Lasst euch von niemandem überreden, vielleicht beeinflussen, kann man sich schon, aber ihr müsst einfach die Entscheidung selber treffen, weil ihr müsst damit klarkommen. Und ich kann nur sagen, es ist verdammt schön, ich komme sehr gut damit klar. Es gibt immer noch Situationen, wo ich mir überlege, ja gut, soll ich das jetzt sagen? Oder soll ich das jetzt nicht sagen? Aber irgendwie denke ich auch, es ist ja auch egal, Hauptsache ich weiß es. Und ich bin mit der Person zusammen, mit der ich zusammen sein möchte. Und meine besten Freunde wissen das und so. Und das reicht doch schon. Ich muss selber wissen, wen ich liebe. Und wenn ich das weiß, ist das schon eine Menge. Ja, dann bin ich mal gespannt auf eure Antworten. Nicht vergessen, ne? Coming out, sich outen. Ich möchte dafür deutsche Wörter haben. Eben, ich sag ja, ihr müsst euch da mal was überlegen. Ich bin nämlich jetzt, mein Fuß ist nämlich eingeschlafen und den muss ich mal erst wieder aufwecken. Ja, seht, ich habe einiges zu tun. Okay, also bis zur nächsten Woche und ja, tschüssi. Ups, jetzt fallen mir noch. Guck mal hier, ich habe schöne Schweizer Karten. Ja, sowas muss auch sein, damit man die ehemalige Heimat in guter Erinnerung behält. Aber mir gefällt sehr gut in Potsdam und ist in Deutschland auch ganz nett.